Ganesh, dickbäuchig mit einem Elefantenkopf, die rechte Hand schützend erhoben. Der wohl populärste Gott im hinduistischen Indien, denn er bringt Glück bei allen Neuanfängen, Schulbeginn, Hauseinweihung oder Hochzeitsverhandlungen. In den berühmten Werkstätten der westindischen Stadt Pen wird Ganesh millionenfach nachgebildet. Die Töpfer fertigen Figuren für das alljährliche Ganesh-Fest. Da die Figuren am Ende des Festes in Flüssen, Teichen oder im Meer versenkt werden, sind sie aus ungebranntem Ton hergestellt. Sie sollen sich im Wasser auflösen können. Die Figuren entstehen in Handarbeit. Lediglich Gipsformen kommen zum Einsatz. Seit Jahrhunderten hat sich nichts geändert. Weder an den Arbeitsschritten noch an der Darstellung des Gottes. Vier Arme hat Ganesh. Die Haltung der vorderen Hände ist besonders wichtig. Die rechte ist erhoben und bietet Schutz. Die linke liegt auf den Knien und erweist Gunst. Ganesh sitzt auf einem Thron und trägt eine Krone. Sein linker Stoßzahn ist immer abgebrochen. Nachdem die Einzelteile fertig geformt sind, werden sie zur Figur zusammengesetzt. Die Töpfer bauen auf jahrelange Erfahrung. Jeder Handgriff muss sitzen. Oft kommen sie schon als Kinder in die Lehre. In einem nächsten Arbeitsschritt verreibt der Töpfer die Kanten und glättet die Oberfläche. Er ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen, denn die Prozedur erfordert Konzentration. So sieht Ganesh aus, wenn er fertig ist. Nachdem die Figuren einige Tage getrocknet sind, werden sie bemalt. Die Farben können nicht bunt genug sein. Mit Präzision und feinen Pinseln koloriert der Maler Details wie Wimpern, Fingernägel und Schmuck. Der vierte Tag des Mondmonats Bhadrapad. Der Monsunregen ist fast vorbei. Es ist Ende August in Pune. Hier in der Kulturmetropole unweit von Mumbai wird das Ganesh-Fest besonders prachtvoll gefeiert. 10 Tage lang. Am Morgen trifft man sich auf dem Markt. Jeder sucht sich seinen Glücksgott. Es muss um den Preis gefeilscht werden. Er liegt zwischen 100 und 200 Rupien. Das entspricht etwa 5 bis 10 Franken. Mit einem Tuch zugedeckt, wird Ganesh nach Hause getragen und in den Hausschrein gestellt. Im heimischen Schrein wird die bis dahin tote Figur rituell zum Leben erweckt. Der anwesende Hauspriester rezitiert Sanskrit-Hymnen und gibt präzise Anweisungen, wie das Ritual auszuführen ist. Zunächst füttert und schmückt der Familienvater die Figur liebevoll. Ganesh wird gesäubert. Da die Figur aus ungebranntem Ton besteht, verträgt sie kein Wasser. Der Hausvater reinigt deshalb einen kleinen Ganesh aus Messing. Zum Abschluss umkreist der Hausvater das Kultbild mit einem Licht als Zeichen tiefster Ehrerbietung. Alle Beteiligten rezitieren gemeinsam eine Hymne auf Ganesh und klatschen dazu rhythmisch in die Hände. Danach dürfen die Ehefrau, Mutter und Hausmädchen das Licht berühren. Sie streichen das Licht symbolisch über Augen und Stirn. Am Ende der Zeremonie ehrt dann auch die Ehefrau Ganesh mit Blumen. Das Ganesh-Fest ist weit mehr als eine Familienangelegenheit. Überall in der Stadt werden für Ganesh Festzelte errichtet. Diese werden durch Spenden finanziert und von Vereinen betreut. Im Kasbah-Viertel befindet sich das berühmteste Festzelt, ganz in der Nähe des ältesten Ganesh-Tempels der Stadt. Dort setzen die Vereinsmitglieder Ganesh auf seinen Thron und schmücken ihn aufwendig mit Perlenketten und Blumengirlanden.
Hier wird er bis zu seiner Versenkung am 10. Tag bleiben. An allen Straßenkreuzungen, auf allen öffentlichen Plätzen stehen Ganesh-Figuren. Selbst hier in den ärmeren Vierteln Punis leisten sich die Anwohner derartige Figuren und stellen sie weithin sichtbar aus. Die eigentliche Festzeit ist abends. Sobald die Sonne untergegangen ist, machen sich Familien und Freunde auf den Weg, das Spektakel zu bestaunen. Im Festzelt des Kasbah-Viertels verehren gläubige Hindus 10 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend ihren geliebten Gott. Der Hornbläser kündigt den Beginn der Zeremonie an. Ein für europäische Ohren eher ungewöhnlicher Klang. Die Aufmerksamkeit aller ist geweckt. Alle Anwesenden singen gemeinsam die Ganesh-Hymne. Wie beim heimischen Gottesdienst folgt das Umkreisen der Kultfigur mit einer Flamme. Das Berühren der Flamme soll Glück bringen. Je später der Abend, umso mehr Festgäste. Eine Attraktion sind die bunten Lichtspiele. Überall ertönt moderne indische Popmusik. Alte Traditionen im modernen Gewand. Mickey Mouse hat hier genauso Platz wie der berühmte König Shivaji. Alles passt irgendwie zusammen. Ein großer, lauter und bunter Jahrmarkt. Ganesh ist allgegenwärtig und wacht über die Menschen, die vergnügt Lust wandeln. Egal, ob der Verkehr dadurch zum Erliegen kommt. Auf einigen Bühnen werden politische Ereignisse nachgestellt. Das Gipfeltreffen zwischen dem indischen und pakistanischen Regierungschef, der Krieg in Kaschmir. Am beliebtesten sind aber mythologische Motive. Am 10. und letzten Tag klingt das Fest mit einer großen Abschlussprozession aus. Die Versenkung der Figuren im Mula-Fluss ist gleichzeitig der Höhepunkt des Festes. Schon früh am Morgen dekorieren Freiwillige aufwendig die Prozessionswege mit buntem Puder. Schon in der Nacht bauten eifrige Helfer die Festzelte ab und setzten die Wagen für den Umzug zusammen. Es ist gegen 11 Uhr vormittags. Der Zug formiert sich. Die freiwilligen Helfer haben die einzelnen Wagen in ihre Startposition gebracht. Der Ganesh aus dem Kasbah-Viertel wurde wieder in seine silberne Sänfte gehoben und wartet nun darauf, zum Flussufer getragen zu werden. Dann geht es los. Der Ganesh aus dem Kasbah-Viertel führt die Prozession an. Seine Sänfte setzt sich als erste in Bewegung. Die Stimmung heizt sich schnell auf, alle tanzen ausgelassen. Der rote Farbpuder erhöht dabei noch den Spaß. Langsam bewegt sich der Festzug durch die Stadt. Wie auf einer Parade rollen die fantasievoll geschmückten Wagen vorbei. Auf Balkonen und an den Straßenrändern dichtes Gedränge. Jeder versucht, sich den besten Platz zu ergattern. Zwischen den Wagen immer wieder Gruppen von tanzenden jungen Männern. Vorneweg die orangefarbene dreieckige Fahne, ein wichtiges hinduistisches Symbol.
Der Ganesch aus dem Kasperviertel bewegt sich mal schneller und mal langsamer seinem Ziel entgegen. Immer wieder hält der Zug an, damit die Zuschauer von Ganesch Abschied nehmen können. Am frühen Nachmittag erreicht der Ganesch aus dem Kasperviertel schließlich das Flussufer. Die Vereinsmitglieder begehen mit den Schaulustigen ein Abschiedsritual. Wieder kreist die Flamme und roter Puder liegt in der Luft. Unter lautem Rufen wird Ganesch in die Flussmitte begleitet. Hier ist die Strömung am stärksten. Tausende verfolgen, wie Ganesch von der Strömung fortgetragen wird. Eine Prozession nach der anderen bahnt sich ihren Weg durch die Stadt. Aus allen Richtungen schieben sich Festwagen zum Mula-Fluss. Das Gedränge ist groß. Die Prozession dauert die ganze Nacht, denn zu viele Festwagen rollen aus den verschiedenen Stadtbezirken heran. Noch am nächsten Vormittag versenken die letzten Vereine ihre Figuren. Spätestens am 10. Tag endet auch für die Familien das Fest. Eltern, Kinder und Freunde marschieren zum Flussufer, um die Figuren dem Wasser zu übergeben. Feierlich nehmen alle von ihren Kultfiguren Abschied. Ein letztes Mal die Flamme und die Hymne für Ganesch. Der Moment des Abschieds. Einige Leute versenken ihre Figuren selber, andere lassen sie versenken und bezahlen dafür. Ein letzter Blick und der Abschiedsruf erklingt. O Ganesch, o glückbringende Figur, komm schnell wieder. Das wird er. Im nächsten Jahr.